Ja, hallo, ich möchte heute über das Thema Hochbegabung sprechen, deshalb, weil es da sehr viele falsche Vorstellungen zu gibt. Wir werden uns dann einmal mit dem Thema beschäftigen, was ist Hochbegabung? Und zu Anfang einmal über die falschen Vorstellungen, die es eigentlich darüber so gibt und die wenig hilfreich sind. Dazu machen wir mal ein kleines Gedankenexperiment. Stellen Sie sich vor, Sie bekommen als Kinder, Gärtner oder Lehrerin ein Kind mit der Bezeichnung hochbegabt zugewiesen. Könnte es sein, dass Ihnen da einzelne der folgenden Gedanken durch den Kopf schießen? Einstein hat einmal gesagt, dass es schwieriger ist, ein Vorurteil zu zerstören, als ein Atom zu teilen. Jetzt kommen wir zu den Gedanken, die man sich da vielleicht machen würde, dass es ein Problemkind ist oder wahrscheinlich ist es intelligent, aber sozial unreif. Ich bin gespannt zu sehen, wie dieses kleine Genie seine Begabungen zeigen wird. Soll dieses Kind erstmal zeigen, ob es wirklich so begabt ist? Das arme Kind hat sicher furchtbar ehrgeizige Eltern. Die Eltern dieses Kindes wollen bestimmt ihre unerfüllten Wünsche über das Kind ausleben. Das Kind ist sicherlich hochnäsig und besserwisserisch und so weiter. Wie wird nun die Hochbegabung festgestellt? Was ist eigentlich dieser IQ? Wie kommt dieser zustande? Wie wird das berechnet? Gehen wir einmal erstmal die Fakten an. Was bedeutet das? Hochbegabung, also ein IQ von 130 oder mehr zu haben. Der IQ, die Intelligenz, die ist erstmal vererbbar. Das wird in der Wissenschaft als fluide Intelligenz bezeichnet und kann nicht durch die Umwelt beeinflusst werden. Betrifft beispielsweise das logische Denken und Probleme zu lösen oder lösen zu können. Das positive Setting der Umwelt kann die Intelligenz aber gefördert werden. Das ist dann die kristalline Intelligenz, also das, was durch Lerneffekte erworben wurde. Erst Übung und Training kann die Fähigkeiten in Leistung umsetzen. Das bedeutet, hochbegabt ist nicht gleichzusetzen mit Hochleistung. 2% der Menschen verfügen über einen IQ von 130 oder mehr. Also, kann das bedeuten, wenn man hochbegabt ist, dass man auch gleichzeitig leistungsstark ist? Ja, wenn eine fördernde und fordernde Umwelt dazu da ist, das anzuleiten, natürlich ist das möglich. Nein, wenn das positive Setting eben nicht gegeben ist. Wir schauen uns einmal ein Konzept an, das von Renzulli stammt, der sich mit Hochbegabung auseinandergesetzt hat. Außergewöhnlich hohe Leistungsverhalten, das ist ein Ereignis von drei ineinander fließenden Faktoren, wie er sagte. Das sind überdurchschnittliche Fähigkeiten, Kreativität, Motivation bzw. Aufgabenverbundenheit und Durchhaltevermögen. Wenn diese drei Bereiche besonders ausgeprägt sind, inklusive der hohen intellektuellen Fähigkeiten, dann spricht man von Hochleistung und Begabung.
Hochbegabte verfügen über ein größeres Wissen, da sie die Sachen schneller aufnehmen können. Wir sehen hier das Konzept von Renzulli noch einmal erweitert durch dieses Dreieck drumherum. Da sehen wir das Setting, das heißt das, was noch beeinflusst oder Einfluss ausübt auf die Fähigkeiten, die ein Mensch besitzt, vor allen Dingen ein junger Mensch oder Kinder eben. Da spielen Freunde, Familie und Schule eine ganz besondere Rolle, weil sie da diese Begabung entweder fördern können und wollen oder es eben nicht tun und damit dann eben bremsen oder zum schlimmsten Falls kann sich das Ganze gar nicht entwickeln und das Kind wird dadurch Probleme bekommen, zu denen ich später noch etwas sagen werde. Die Menschen, die hochbegabt sind, verfügen auf jeden Fall über ein größeres Wissen als andere, weil sie sich das Wissen von selbst intrinsisch motiviert, also aneignen. Sie haben auch eine höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit, sie können Dinge viel schneller aufnehmen. Sie haben zum Teil auch effizientere Strategien entwickelt, womit sie besser lernen können und verfügen über ein schnelleres Erkennen und Lernen neuer Regeln und über Kreativität. Aber das Ganze hat nicht nur Vorteile, es kommen auch Nachteile dazu, zu denen ich jetzt etwas sagen möchte. Es bedeutet nämlich, dass Hochbegabte anders sind als andere und dass sie das selber auch bemerken und feststellen. Bei Unterforderung treten Symptome beispielsweise wie bei ADHS auf. Sie werden nervös, unruhig, müssen sich ständig bewegen, weil die geistige Bewegung führt auch zu motorischer Bewegung. Und sie sind immer auf der Suche nach neuen Dingen, um da Neues lernen zu können, weil sie ein großes Interesse daran haben. Bei Unterforderung kommt es dann leider zu dem, was wir Underachiever nennen, also Leistungsverweigerer, die dann schlimmstenfalls auch Schulverweigerer werden und gar nichts mehr machen und auch nicht mehr in die Schule wollen beispielsweise. Bei einfachen Fragen kann es aber auch vorkommen, dass sie darüber lange nachdenken müssen, um zu überlegen, welche Bereiche jetzt eigentlich mit dieser einfachen Frage verbunden sind. Mal eine einfache Frage wie beispielsweise, wie geht es dir? Dann wird überlegt, wie ist das jetzt gemeint? Wie geht es mir jetzt mental gesehen oder körperlich oder gesundheitlich? Und der Zeitpunkt spielt eine Rolle, dann wird das überlegt oder ist es eher eine langfristige Frage? Oder eben jetzt nur auf diesen Zeitpunkt und auf die Situation und den Ort bezogen oder auf die andere Person, die gerade nachfragt. Also solche Sachen passieren da. Dann typisch für hochbegabte Menschen ist dann auch noch der Perfektionismus. Das heißt, man sieht überall die Dinge, die da richtig oder falsch gemacht werden können und ist bestrebt, das eben herauszufinden, dass das alles wirklich soweit den eigenen Ansprüchen entspricht. Und diese eigenen Ansprüche sind häufig dann sehr hochgegriffen. Das hat mit dem Idealismus zu tun, über den Hochbegabte auch verfügen. Nämlich, sie haben ein Idealbild von dem vor sich, wie es sein könnte, wenn alles perfekt wäre. Und das ist natürlich auch noch mal etwas hinderlicher. Wir schauen uns mal an, welche Eigenschaften das dann eigentlich bewirkt bei hochbegabten Menschen. Jeder Mensch ist individuell. So findet man unter Hochbegabten auch unterschiedlichste Persönlichkeiten. Das heißt, das, was ich hier vorstelle, bedeutet nicht, dass jeder Hochbegabte jetzt hier mit einer
Checkliste jetzt beurteilt werden kann und man kann sagen, jeder Hochbegabte ist so. Muss nicht sein. Einzelne Punkte können für bestimmte Menschen auch nicht so wichtig sein, und andere sind vielleicht wichtiger, die hier nicht drin vorkommen. Also eine intellektuelle Kompetenz haben Hochbegabte auf jeden Fall. Sie können durch das System, das bei Ihnen schneller arbeitet, auch intellektuell viel schneller Sachverhalte aufnehmen, begreifen und geistig auch durchgehen und zu Ergebnissen schneller kommen als andere. Sie sind auf jeden Fall unverbesserlich wissbegierig. Das heißt, sie sind immer neugierig, fasziniert von allem, was neu ist, haben vielfältige Interessen, langweilen sich schnell, wenn sie Sachen verstanden haben, erledigen Aufgaben und deren Lösungen sie bereits kennen, nur widerwillig, weil das dann uninteressant ist. Sie haben ein Bedürfnis nach Selbstbestimmung, das heißt, sie arbeiten gerne selbstständig, ziehen freie Zeiteinteilung vor, reagieren negativ auf Bevormundung und Formalitäten, auch auf Vorgesetzte oder Kollegen, die sie kontrollieren wollen. Ist die Autonomie gefährdet, kommt es dann auch zu Rückzug oder Angriff. Dann fühlen sie sich selber auch angegriffen. Das Übereifer beim Verfolgen von Interessen, das bedeutet, sie können ausdauernd und aufgabenorientiert arbeiten, solange die Aufgaben neu und herausfordernd sind, verlieren aber das Interesse, sobald die Neugierde befriedigt ist und die Sachen soweit verstanden sind. Manchmal investieren sie zu viel Energie in Projekte und ja, verrennen sich da drin. Missbilligen es, wenn sich andere an niedrigen Standards orientieren, also niedriger als die eigenen Standards. Das gefällt ihnen dann nicht, das verstehen sie auch nicht, warum andere nicht so hohe Standards eben anwenden. Es gibt noch die emotionale Unsicherheit und intellektuelle Selbstsicherheit. Was bedeutet das? Sie wissen, dass sie Recht haben, fürchten aber, sich mit diesem Wissen nicht durchsetzen zu können. Das führt leicht zu Perfektionismus und Versagensangst oder einer übertriebenen Rechthaberei und Arroganz, die dazu dient, die eigene Unsicherheit zu überspielen. Also manchmal scheinen Hochbegabte irgendwie auch arrogant zu wirken, was aber auch keinesfalls von ihnen so gewollt ist. Welche Charaktereigenschaften kommen da eigentlich dann bei Hochbegabten zutage? Wir fangen mal an mit den Stärken und schauen uns aber auch an, welche Schwierigkeiten dahinter sitzen könnten. Sie sind in der Lage, das Potenzial zu erkennen, das in der Umgebung oder in der Gesellschaft oder in der Welt vorhanden ist. Sie stellen hohe Anforderungen an sich selbst und an andere. Sie denken kritisch. Sie haben ein Bedürfnis nach Erfolg und Anerkennung. Sind sie anderen gegenüber aber auch teilweise intolerant und streben übertrieben hohen Standards nach. Und sie sind oft ihrer Zeit ein wenig voraus. Sie können Informationen schnell aufnehmen und im Gedächtnis behalten. Sie werden jedoch ungeduldig, wenn andere langsamer sind. Das ist ein ganz großes Problem bei hochbegabten Kindern, dass alle anderen so endlos lange brauchen, um überhaupt etwas sich anzueignen oder zu begreifen. Und da es öfters mal auch Sachen korrigiert, gilt es auch öfters als besserwisserisch oder wird so wahrgenommen. Es verfügt über gute Kenntnisse in anspruchsvollen Sachgebieten, die es interessiert. Und hat breit gefächerte Interessen und Fähigkeiten und ist vielseitig, hat aber dadurch auch Schwierigkeiten, Karriereentscheidungen als Erwachsener beispielsweise oder eben als Jugendlicher zu treffen,
ist frustriert, wenn für ein Interessengebiet nicht genug Zeit vorhanden ist oder wird als jemand wahrgenommen, der aus der Reihe tanzt. Ein hochbegabter Mensch ist von existenzieller Einsamkeit betroffen. Er wird von anderen oft als Kontrollfreak wahrgenommen. Die Einsamkeit kommt dadurch zustande, dass eben dadurch, dass es das Kind vor allen Dingen jetzt einfach anders ist und anders rüberkommt und aufgrund dieser Eigenschaften dann eben auch eher gemieden wird oder als Zielscheibe genutzt wird für irgendeinen Spott, den sie sich mit ihm vielleicht leisten wollen. Sie haben eine hohe intrinsische Motivation. Dann wollen wir mal schauen, was das für Eigenschaften bei Hochbegabten so ergibt. Wir haben da einmal Stärken und daraus können aber auch gleichzeitig bestimmte Schwierigkeiten resultieren. Sie sind beispielsweise in der Lage, das Potenzial zu erkennen, das in der Umgebung oder in der Gesellschaft oder in der Welt vorhanden ist. Und sie stellen hohe Anforderungen an sich selbst und dann auch an andere. Und sie denken kritisch. Schwierigkeiten wären da, dass dieses Bedürfnis nach Erfolg und Anerkennung da ist. Sie sind anderen gegenüber intolerant, wenn sie Fehler machen beispielsweise. Und sie streben nach übertrieben hohen Standards. Und häufig sind sie ihrer Zeit auch voraus. Sie können Informationen schneller aufnehmen und im Gedächtnis behalten. Dadurch wirken sie öfters oder werden sie auch öfters ungeduldig, wenn andere langsamer sind. Und das kann auch oft als besserwisserisch wahrgenommen werden. Sie verfügen über gute Kenntnisse in anspruchsvollen Sachgebieten, für die sie sich interessieren. Und sie haben da ein breit gefächertes Interessensgebiet und Interessen und Fähigkeiten. Und sie sind vielseitig. Aber dadurch haben sie auch Schwierigkeiten, Karriereentscheidungen zu treffen. Sie sind dann teilweise frustriert, wenn für ein Interessengebiet nicht genug Zeit vorhanden ist. Sie werden als jemand wahrgenommen, der aus der Reihe tanzt. Sie sind von existenzieller Einsamkeit betroffen, dadurch, dass sie eben anders sind. Und sie werden oft als Kontrollfreak wahrgenommen. Sie haben aber auch eine hohe intrinsische Motivation und ein hohes Energieniveau. Das führt dann dazu, dass sie auch so öfters Auffälligkeiten auftreten, die man mit ADHS in Verbindung bringt. Sie haben Ausdauer und ein zielgerichtetes Verhalten. Dadurch kann es vorkommen, dass sie oft getrieben wirken. Sie können sich nur schwer entspannen, weil es arbeitet im Kopf immer wieder weiter. Sie weigern sich beispielsweise auch eine Tätigkeit zu unterbrechen, wenn sie da mitten im Flow sind. Vernachlässigen dadurch vielleicht aber auch Pflichten oder Personen in Zeiten dieses fokussierten Interesses. Und dadurch kann man oder können sie dann auch als starrsinnig beispielsweise wahrgenommen werden. Sie sind unabhängig und häufig auch selbstgenügsam und kreativ und erfinderisch. Sie machen Dinge anders, als es gemeinhin so üblich ist. Negativ wäre dabei, dass sie eben ungern etwas delegieren. Sie lehnen den Input manchmal auch von anderen möglicherweise auch ab. Sie sind häufig auch nonkonformistisch und unkonventionell in ihrer Art. Weitere Stärken und auch weitere Schwierigkeiten. Sie sind sensibel und auch sehr empathisch. Sie streben nach intensiven emotionalen Beziehungen und reagieren auch sehr sensibel auf Kritik von anderen dadurch.
Sie erkennen diese Ursache-Wirkungszusammenhänge sehr schnell und streben vor allen Dingen dann auch nach evidenzbasierten Daten bzw. nach Beweisen. Sie haben Schwierigkeiten, Dinge zu akzeptieren, die unlogisch sind. Zum Beispiel, wenn es sich um Gefühle handelt oder bestimmte Traditionen und alles, was man einfach glaubt, ohne einen Beweis dafür zu haben. Sie haben einen ausgeprägten Sinn für Humor. Sie können auch über sich selbst lachen. Sie stoßen mit dem ungewöhnlichen Humor bei anderen auf, oder häufig auch auf Unverständnis. Sie erkennen manchmal auch sehr schnell das Absurde an Situationen. Der Humor kann auch dazu dienen, andere anzugreifen oder sie auf Distanz zu halten. Sie suchen nach Bedeutung im Wertesystem und im eigenen Verhalten, ebenso auch im Verhalten von anderen. Sie sind da aber auch übertrieben selbstkritisch und teilweise können sie auch anderen gegenüber zynisch oder rechthaberisch wirken und versuchen teilweise auch die anderen zu dominieren, weil sie eben wissen, dass sie da im Recht sind mit dem, was sie wissen. Sie sind unverbesserlich wissbegierig auf neue Erfahrungen aus. Sie befassen sich gern mit Ideen und Theorien und besitzen ein hervorragendes visuelles Gedächtnis und eine scharfe Beobachtungsgabe. Und sie systematisieren ganz gerne. Das kann dazu führen, dass sie überkritisch wirken oder streitlustig wirken. Kommen wir mal zu den Charaktereigenschaften Hochbegabter, die man jetzt auf imaginärer Basis sich anschauen kann. Sie haben eine lebhafte Vorstellungskraft. Sie verwenden gerne Bilder und Metaphern, können aber auch Realität und Fiktion vermischen. Das kann manchmal so ein bisschen durcheinander geraten. Sie besitzen ein reiches Assoziationsvermögen. Und lieben eben teilweise dadurch auch Gedichte oder Musik, also die Kunst an sich. Kinder können in der Zeit auch beispielsweise so Fantasiefreunde echten Freunden vorziehen, mit denen sie in Gedanken sich dann halt befassen und austauschen. Sie neigen zum Tagträumen und zum animistischen Denken. Das bedeutet so, dass die Umwelt als belebt wahrgenommen wird. Sie schaffen sich eine ganz eigene Welt im Prinzip. Sie bevorzugen das Ungewöhnliche und das Einzigartige. Und sie brauchen Abwechslung und ständig auch etwas Neues. Manchmal setzen sie auch Dinge gerne dramatisch in Szene und freuen sich über diese Erkenntnisse, diese Dinge oder dieses Wissen, was sie sich angeeignet haben und wollen es gerne auch so in dieser Weise an andere weitergeben. Bei Untätigkeit kommt es aber auch häufig dann zu Frustration. Das können sie ganz schlecht nur ertragen. Kommen wir mal auf die emotionale Ebene zu sprechen. Sie haben tiefe, intensive Gefühle und Emotionen und eine große emotionale Bandbreite. Von Glückseligkeit bis Traurigkeit und Verzweiflung ist es manchmal nur ein sehr kleiner Schritt. Da wird häufig auch so eine Fehldiagnose wie bipolare Störung antreffen können. Damit hat das aber nichts zu tun. Sie sind auch schüchternd, teilweise zurückhaltend. Sie fühlen sich anderen Menschen, aber auch Dingen und Orten emotional stark verbunden. Für sie sind bestimmte Sachen sehr wichtig, wie, ich sage jetzt mal, das eigene Zimmer, das Zuhause. Sie haben aber Schwierigkeiten, dadurch auch sich an eine neue Umgebung anzupassen. Dann kommt einfach zu viel Neues auf einmal auf sie zu.
Hochbegabte Kinder sind und auch Erwachsene sind häufig sehr mitfühlend, also empathisch und auch sehr verantwortungsbewusst. Sie sind teilweise auch sehr selbstkritisch und selbstreflexiv. Sie überdenken immer alles, was sie machen, welche Reaktionen das hervorruft und analysieren ständig auch alles. Dadurch kann es auch dazu kommen, dass sie häufiger dann mal so depressive Verstimmungen haben oder Schuldgefühle haben und ja, im Prinzip die vielleicht nur eine kleine Geste oder einen Blick vollkommen falsch interpretiert haben und viel zu viel da rein interpretiert haben. Dann werden wir jetzt nochmal einen Blick drauf werfen, auf die Charaktereigenschaften Hochbegabter im sensorischen Bereich. Also das betrifft so das Wahrnehmen. Sie haben sehr stark ausgeprägte Sinneswahrnehmungen. Sie können viel mehr oder stärker, intensiver wahrnehmen. Sie haben viel mehr Antennen, die ausgefahren sind, um etwas wahrzunehmen. Entschuldigung. Sie lassen sich beispielsweise durch Geräusche leichter ablenken, wirken dadurch unkonzentriert, wiederum Richtung ADHS, ADS. Sie reagieren empfindlich auf beispielsweise kratzende Kleidung, Nähte oder Etiketten. Die schneiden sie manchmal einfach raus, die Etiketten, weil sie es am Körper nicht mögen. Manchmal neigen sie dazu, so im Mittelpunkt stehen zu wollen oder zu extremen Verhaltensweisen, dass es mal zu Fressanfällen oder unkontrolliertes Geld ausgeben kommen kann. Sie haben teilweise eine starke Abneigung gegen die Konsistenz von bestimmten Nahrungsmitteln, die sie dann einfach deswegen nicht essen, weil sie sich komisch anfühlen. Oder eine Abneigung gegen bestimmte Muster oder Gerüche oder Oberflächen, die sie nicht berühren mögen. Es scheinen dann immer so auch Fehldiagnosen dadurch zustande kommen können, wie jetzt beispielsweise Autismus, Spektrumstörung, Asperger-Syndrom oder sowas. Sie haben eine Freude an schönen Dingen. Sie mögen beispielsweise auch den Klang von Worten und der Musik. Und sie lieben die Natur und das können sie auch sehr gut genießen. Wir kommen jetzt mal zu dem Bereich der Psychomotorik. Das bedeutet, dadurch, dass sie im Kopf viel schneller sind und manchmal dieses Input nicht schnell genug nachbekommen. Dadurch kann es zu einem ständigen Bewegungsdrang kommen, zu einer Art von Unruhe, die wiederum zu dieser Fehldiagnose ADHS führen kann, damit aber überhaupt nichts zu tun hat. Sie neigen manchmal zu schnellem Sprechen oder zwanghaftem Sprechen. Dadurch haben sie auch häufig Probleme in der Kommunikation. Sie können gar nicht so schnell sprechen, wie sie denken. Im Kopf sind sie schon wieder viel weiter und dann kann es zu Verhaspelungen kommen, Versprechern kommen und so solchen Dingen. Das heißt, diese Probleme, die dann in der Kommunikation auftreten können. Sie unterliegen einem starken Handlungsdruck, das heißt, zum Teil entwickeln sie dadurch nervöse Angewohnheiten. Da gibt es sowas wie Ticks oder Nägelkauen. Oder, das ist jetzt ein schönes Wort, Trichotillomanie, das heißt zwanghaftes Haare ausreißen oder Haare raufen. So etwas kann dadurch beispielsweise dann auch auftreten. Sie haben ein hohes Aktivitäts- und Energieniveau. Dadurch wirken sie wieder hyperaktiv und neigen auch zu Extremsport und solchen Sachen. Das alles kann wiederum zu bestimmten Fehldiagnosen führen, wie beispielsweise Narzissmus und Selbstbezogenheit. Die ausgeprägte Selbstreflexion und Selbstkritik führen bei ihnen auch zu einer stärkeren Beschäftigung mit sich selber. Also sie wirken dann auch sehr introvertiert teilweise und nachdenklich.
Hochbegabte haben meist eine starke Persönlichkeit und können auf andere dadurch auch arrogant und narzisstisch wirken. Das ist aber nicht dasselbe wie bei Personen, die ständig Lob und Anerkennung von außen brauchen, um sich wertvoll zu fühlen. Narzissmus ist die egoistische, selbstbezogene Beschäftigung mit den persönlichen Wünschen und Bedürfnissen, eben in Verbindung mit einem starken Verlangen, von anderen respektiert und bewundert oder verehrt zu werden. Da fällt einem ja als ja, sofort eigentlich Donald Trump ein, ne? Ja, die bipolare Störung habe ich gerade eben schon mal kurz angeschnitten. Sie können eben extravagant und außergewöhnlich energiegeladen sein, was Ideen und Verhaltensweisen angeht, und dann wiederum zutiefst enttäuscht und niedergeschlagen, weil die Dinge anders laufen, als sie sich das vorgestellt haben. Dieses himmelhoch Jauchzen zu Tode betrübt. Das hat aber nichts mit der bipolaren Störung zu tun, sondern das hat mit der Hochbegabung zu tun und dem, wie sie ticken. ADHS ist eine der häufigsten Fehldiagnosen überhaupt bei hochbegabten Kindern. Deshalb soll bei der Diagnose von ADHS immer auch ein IQ-Test gemacht werden. Das Problem ist nur, man kann auch mit Hochbegabung trotzdem ADHS haben. Das muss dann eben in Untersuchungen ganz genau geklärt werden. Ja, manche Hochbegabte sind halt auch körperlich und mental dermaßen rastlos und gehen so vielen Aktivitäten nach, dass ihnen diese ADHS trotzdem noch diagnostiziert wird. Den Asperger Autismus, also die Autismus-Spektrum-Störung wird das auch genannt, oder auch eben der Autismus selber, können ebenfalls eine dieser Fehldiagnosen hervorbringen, also durch die Hochbegabung hervorbringen. Viele hochbegabte Menschen und vor allem die außergewöhnlich Hochbegabten unter ihnen verbringen eben auch viel Zeit allein, um ihren leidenschaftlichen Interessen nachzugehen. Und oft ziehen sie Aktivitäten wie Lesen oder Schachspielen, Musik hören oder kreatives Gestalten der Gesellschaft eben anderer Menschen vor. Hochbegabte Mädchen beispielsweise, die später berühmte Frauen wurden, hatten ein gemeinsames Merkmal. Sie alle brauchten viel Zeit für sich allein, um zu lesen, um nachzudenken oder anderen Tätigkeiten nachzugehen. Außerdem waren sie sozial nicht angepasst. Da sei ein Buchvorschlag oder ein Literaturtipp einmal angebracht, und zwar Smart Girls, 1997 erschienen, von der Psychologin Barbara Kerr. Die hat sich mit den hochbegabten Frauen der Geschichte beschäftigt. Ja, wie erkennt man eigentlich Hochbegabung? Dazu schauen wir uns das mal einmal an, nach den Altersstufen und welche Merkmale da typischerweise auftreten könnten oder häufig auftreten. Wir fangen mal mit dem Kleinkindalter an. Wenn wir die Babys nehmen, sie haben schon ganz früh ein großes Interesse an ihrer Umwelt, sind sehr neugierig, schauen mit ihren Augen immer überall herum und sind sehr interessiert. Sie haben ein hohes Bedürfnis nach visueller Stimulation, also alles, was so zu sehen ist und interessant ist und sich bewegt, da wollen sie sich mit auseinandersetzen. Dann, wenn sie so ein Jahr alt ungefähr sind, dann kann es häufig vorkommen, dass sie beispielsweise Zwang und Einengung ablehnen und nach Unabhängigkeit streben und dabei auch eine hohe Aufgabenorientierung zeigen, sich gerne mit Dingen intensiv beschäftigen. Auch typisch für hochbegabte einjährige Kinder ist es, dass sie die Sprache schon sehr früh erlernen, das Reden schon früh anfangen mit 8 oder 9 Monaten und dabei auch schon eine gute Ausdrucksfähigkeit zeigen. Sie verfügen halt auch über einen großen Wortschatz in so junger Zeit.
können teilweise auch Fremdwörter oder Oberbegriffe verwenden. Hochbegabte Kinder, die haben beispielsweise ungewöhnliche Interessen. Sie beschäftigen sich gerne mit abstrakten philosophischen Themen, wie beispielsweise mit Gott, Unendlichkeit, was ist das, das Universum, Zeit, Raum und solchen Sachen. Sie haben einen starken Drang zum selbstständigen Lesen und Rechnen lernen. Manche Kinder bringen sich das Lesen und das Rechnen selber bei. Das schauen sie sich dann ab und ja, erschließen sich dieses Reich selbstständig. Sie sind sehr sensibel, was Geräusche anbelangt, aber auch was die Gerechtigkeit betrifft oder die Einhaltung von Regeln. Wenn diese Regeln sinnvoll sind, dann setzen sie sich dafür auch sehr stark ein. Ungerechtigkeit können sie überhaupt nicht ertragen und müssen dann beispielsweise eintreten, also dagegen eintreten. Das kenne ich eben aus meiner Kindheit auch in der Grundschule beispielsweise, als ich da in der ersten Klasse angefangen bin und auf den Schulhof kam und so gesehen habe, wie eine Gruppe von Jungs da ein anderes Kind ja, gequält haben und geschubst und haben und so weiter und beleidigt haben. Da konnte ich nicht anders, als dahin zu gehen und zu sagen, dass das nicht richtig ist, dass man sowas nicht macht. Dieses Kind ist dann, ja, war sehr dankbar, ist dann aber gegangen und diese Jungs haben sich dann mit mir etwas mehr zu diesem Thema auseinandergesetzt und von da an, der ersten Klasse an, hatte ich dann ja eine sehr schwierige Grundschulzeit, in der ich dann ja ständig so von diesen Jungs dann gequält worden bin. Es ist nicht so eine schöne Erinnerung. Sie haben einen großen Willen auch zur Selbstbestimmung. Das hatten wir gerade schon gesehen. Und lassen sich nicht gerne so Sachen vorschreiben. Sie haben auch eher Kontakt zu älteren Kindern und auch Erwachsenen anstatt zu den Peers, also den Gleichaltrigen. Das liegt daran, dass sie eben kognitiv, also vom der geistigen Entwicklung deutlich weiter sind als die gleichaltrigen Kinder. Weitere Erkennungsmerkmale: Sie haben eine dadurch auch allgemein vorgezogene Entwicklung, also vor allen Dingen geistig. Im intellektuellen Bereich sind sie sehr viel weiter als gleichalte Kinder. Sie lernen das Laufen und Sprechen eben schon vor dem ersten Geburtstag, aber es gibt natürlich da auch Ausnahmen. Sie sprechen ganz früh in ganzen Sätzen oder lernen erst spät. Und wenn sie erst spät sprechen lernen, dann sprechen sie aber, wenn sie anfangen zu sprechen, gleich perfekt. Sie haben dadurch einen umfangreichen Wortschatz und sprechen eben auch in grammatikalisch einwandfreier Weise. Das ist auffällig bei diesen Kindern. Das Problem ist nur, dass die Kommunikationsschwierigkeiten zu Gleichaltrigen bestehen bleiben. Das Kind kann sich also natürlicherweise nicht an den noch also sprachlosen Gleichaltrigen orientieren oder es wendet sich logischerweise an die Erzieherin oder ältere Kinder jetzt im Kindergarten, um da etwas zu klären. Neugierde und Wissbegierde in ganz außergewöhnlich hohem Maße sind sehr ausgeprägt bei diesen Kindern. Das führt häufig auch dazu, dass teilweise eben auch die Erzieherinnen und Erzieher irgendwann auch genervt sind von den ständigen Fragen und irgendwann sagen sie, das wirst du lernen, wenn du in der Grundschule bist oder in der Schule bist. Und dort geht es genauso weiter, das wirst du später lernen, das kommt in der höheren Klasse erst vor, sie kriegen da nie Antworten und das frustriert sie häufig.
Die Fehldiagnose ADHS habe ich ja schon angesprochen. Die wird dort dann in dieser Zeit auch häufig von Erzieherinnen und Erziehern schnell mal gestellt als Verdachtsdiagnose. Sie sind ungeheuer neugierig und daher oft in Aktion, was das natürlich wiederum mit dem ADHS verbindet. Sie wirken häufig lebhaft und unruhig und das vor allen Dingen ist das bei Jungs sehr ausgeprägt. Aber sie können auch oft stundenlang mit derselben Sache beschäftigt sein und dann gar nichts anderes machen. Das heißt, dann wirken sie so, als wenn sie sich von anderen abnabeln, zurückziehen und nicht mit ihnen zu tun haben wollen, was damit aber überhaupt nichts zu tun hat. Sie haben ein hervorragendes visuelles Gedächtnis, also im Memory-Spiel sind sie nicht leicht zu schlagen. Das ist schon sehr interessant. Sie sind begeistert von Spielen mit vorgegebenen Strategien, wie beispielsweise Kartenspielen oder Schach oder Vier gewinnt, weil das ist leicht zu durchschauen und man weiß, wie es funktioniert und dann haben sie auch Spaß dran. Und dann haben sie noch den Hang zum Systematisieren und Ordnen. Das heißt, sie ordnen beispielsweise ihre Buntstifte oder Jungs ihre Spielzeugautos oder ihre Kuscheltiere sind nach Form, Farbe, Größe oder anderen Merkmalen ganz genau sortiert. Dadurch kann es auch dazu kommen, dass sie so leidenschaftlich gerne Sammlungen anlegen, die sie möglichst dann auch vollständig haben wollen. Sie haben ein paar andere Wesensmerkmale noch bei hochbegabten Kindern. Sie sammeln nämlich gerne Dinge aus ihren Interessensgebieten und legen da sehr viel Wert auf diese Vollständigkeit. Also richtige Sammler sind sie da. Sie haben diesen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, der auch in der Schule dann gezeigt wird. Und sie legen Wert auf Konsequenz. Es ist den Kindern außergewöhnlich wichtig, dass einmal Gesagtes oder Vereinbartes auch wirklich eingehalten wird. Dann kann es dazu kommen, dass sie, ich sag mal in Anführungsstrichen, petzen. Dadurch wollen sie aber nicht jemanden bloßstellen oder zu einer Strafe überführen, sondern sie wollen helfen, die vereinbarten Regeln vernünftig einzuhalten. Vorschulkinder und Erstklässler wollen schon früh mit Heften und Büchern arbeiten. Da haben sie eine große Freude dran. Das übt eine große Faszination für sie aus. Und manche haben sich vorher schon das Lesen selber beigebracht. Sie haben einen großen Ehrgeiz und Perfektionismus. Sie können sich eben auch stundenlang mit einer Sache beschäftigen. Manche haben auch teilweise dann etwas, was man Jähzorn nennt, das heißt, hochbegabte Kinder urteilen zum Beispiel ihr Unvermögen viel härter. Wenn sie etwas nicht können und es nicht klappt, dann sind sie ganz schnell sehr frustriert. Und, oder wenn sie im Spiel verlieren, dann kann es zu solchen Wutausbrüchen kommen, weil sie das dann nicht verstehen, wieso das jetzt so gekommen ist und bedeutet nicht, dass sie anderen etwas nicht gönnen, sondern sie kommen damit nicht so einfach klar. Sie haben häufig auch so ein Interesse an Spezialgebieten, die aber noch gar nicht altersgemäß erscheinen. Zum Beispiel jetzt für Dinosaurier, Fossilien, Sonnensystem, Universum, Unendlichkeit, Relativitätstheorie und so weiter. Da gibt es ganz verrückte Sachen und da können sie sich wirklich schon sehr intensiv mit auseinandersetzen. Dadurch kommt es aber auch dazu, dass hochbegabte Kinder häufig unter Einsamkeit leiden und unter Langeweile. Dann führt es dazu, dass sie sich zurückziehen. Dieser Rückzug kommt durch Unterforderung zustande. Andererseits wirken sie manchmal so hyperaktiv und suchen ständig nach Neuem, erkunden gerne und wollen lernen, was dann wiederum dazu führt, diese Hyperaktivität wird von den gleichaltrigen Kindern häufig dann auch als nervend angesehen und sie stoßen auf Ablehnung durch ihre Peer-Gruppe.
dann kann es sein, dass sie manchmal desinteressiert wirken, was ja gar nicht so ist, aber durch zu langes Warten auf Fortschritt und durch Langeweile, weil sie es halt vielleicht schon begriffen haben, schalten hochbegabte Kinder innerlich häufig ganz früh dann auch schon ab. Und das kann dazu führen, dass sie eben als desinteressiert wirken. Es kommt zur Selbstisolation oder zu Isolation durch andere Kinder, die das hochbegabte Kind meiden. Es gibt teilweise extreme Interessensdiskrepanzen, also Unterschiede zwischen normalbegabten und hochbegabten Kindern. Und was das Ganze nicht besser macht, es fehlt häufig auch die Flexibilität im Tagesablauf eines Kindergartens. Da passt in dieses Schema ein hochbegabtes Kind nicht wirklich gut rein. Die Lernausdauer ist zwar größer bei hochbegabten Kindern, aber vor allen Dingen eben da, wo es vielleicht ihre Spezialinteressen betrifft oder die Bereiche, in denen sie gefordert werden. Die Sensibilität ist bei hochbegabten Kindern sehr hoch. Sie haben eine hohe Empfindsamkeit, reagieren viel empfindsamer und stärker auf bestimmte Reize als andere und das wirkt häufig irritierend. Das führt manchmal zu emotionalen Überreaktionen. Hochbegabte Kinder weinen dann auch schneller, sind schneller ängstlich oder zögerlich, etwas zu tun, weil sie eben auch Angst haben, es nicht perfekt zu machen und Fehler zu machen, was sie ja gar nicht wollen. Dadurch sind sie sehr selbstkritisch und sie vergleichen sich extrem mit ihren Mitmenschen. Daraus resultiert dann die Angst, Fehler machen zu können. Angst, andere können etwas besser als sie selbst. Aus dieser Angst heraus verweigert ein hochbekanntes Kind manchmal etwas, was es eigentlich kann, oder fängt plötzlich an zu weinen. Die hohe Sensibilität führt zu beispielsweise Geräuschempfindlichkeit und zum Meiden lauter Aktivitäten. Da fühlen sie sich dann nicht wohl drin, das können sie ganz schlecht haben. Auch hier gibt es Geschlechterunterschiede bei hochbegabten Kindern. Die sind jedoch bei hochbegabten Kindern geringer als bei normalbegabten. Bei der Geburt beispielsweise sind Mädchen schon neuronal reifer als Jungen. Im Alter von 4 bis 5, da ist es ein Jahr Unterschied. In der Pubertät sind sie schon 2 Jahre weiter als die Jungs. Mädchen sprechen häufig früher und deutlich besser als Jungs. Jungs haben bessere räumliche Vorstellungsvermögen als Mädchen. Und ein Geschlechterunterschied, der sich über die ganze Lebensspanne hinauszieht und als kultur- und zeitgeschichtlich übergreifend angesehen werden kann, ist die Höherbewertung des Männlichen. Das heißt, Mädchen wollen gerne jung sein, aber selten ist umgekehrt. Also selten wollen Jungs gerne Mädchen sein. Kommen wir mal zu den hochbegabten Mädchen und den Unterschieden zu den hochbegabten Jungs. Hochbegabte Mädchen werden deutlich seltener identifiziert, da Mädchen auf geistige Unterforderung eher mit Anpassung reagieren oder mit Rückzug. Das führt häufig dann auch zu Bauch- oder Kopfschmerzen, unter denen sie häufig dann leiden. Hochbegabte Mädchen bevorzugen weniger mädchentypische Interessen und Spiele, sondern auch eher jungstypische. Sie interessieren sich auch für männliche Themen wie Technik, Raumfahrt, Planeten, Zahlen, Rechnen, Mathematik. Wie kann man diese Kinder angemessen fördern? Fangen wir mal mit den Mädchen an.
Eine begabungsgerechte Einschulung, das bedeutet, es hilft Ihnen sehr, wenn Sie früher eingeschult werden als Ihre Peers, als Ihre Alterskameradinnen. Dadurch kann man schon mal die starken geistigen Unterforderungen und eben auch damit einhergehende Schulunlust in der Grundschule kann man entgegenwirken. Dann sollten Sie Kurse besuchen oder Museen oder Akademien für hochbegabte Kinder. Am besten natürlich eine Schule für hochbegabte Kinder. Das wäre das Ideale, aber das ist leider nur auf Privatschulinternaten möglich. Die sind meist weiter weg und sehr teuer. Damit würden Sie aber eben auch optimal gefördert werden. Unser starres Schulsystem ist völlig ungeeignet, Hochbegabte zu fördern. Da muss schon deutlich mehr passieren als das, was bereits oder rudimentär geleistet wird. Deutschland ist ja nicht nur europaweit, sondern weltweit so ziemlich das Schlusslicht, was das Thema Hochbegabung anbelangt. Das kam dadurch zustande, dass ich meine in den 70er Jahren oder Anfang der 80er das Thema mal aufkam und dann mit so einem Totschlagargument vernichtet wurde, wo gesagt wurde, das ist Elitenförderung und das ist ja wie im Dritten Reich, da hat man das ja auch gemacht und wir sehen ja, was dabei rausgekommen ist. Ja, bums, aus, vorbei, das Thema ist durch für uns hier in Deutschland aufgrund dieser miesen Vergangenheit. Ne? Ja, Eltern, Erzieherinnen und Erzieher und Lehrerinnen und Lehrer sollten unbedingt sensibilisiert werden und Fortbildungen dazu machen, weil sie ja mit diesen Kindern zu tun haben. Wenn 2% der Kinder hochbegabt sind, dann kann man sich in einer Klasse von um die 30 Schülerinnen und Schüler vorstellen, dass es da mindestens eins, wenn nicht sogar zwei darunter gibt. Und das kann man dann mal für die ganze Schule hochrechnen und dann weiß man, dass man so ohne weiteres auch mal eine ganze Klassenstärke damit vollkriegen könnte. Aber sie werden nicht erkannt, weil die wenigsten Erzieherinnen, Lehrer oder allgemein Menschen sich damit auseinandergesetzt haben, was das eigentlich bedeutet, woran man Hochbegabung erkennen kann. Und da sollte man schauen, wie man eben auch hochbegabte Mädchen herausfordern kann und geistig auch anregen kann. Die Teilnahme an Kinderakademien ist eine super Sache. Sommercamps für Hochbegabte, wie es beispielsweise von Mensa oder der Deutschen Gesellschaft für das hochbegabte Kind angeboten werden. Das kann sehr gut genutzt werden und sollte man unbedingt schauen, dass man sich mit diesen Organisationen da irgendwo verbindet, vielleicht Mitglied wird oder auf jeden Fall Kontakt dazu aufbaut, weil da sind ganz viele Menschen, die sich schon sehr intensiv und sehr lange mit diesem Thema auseinandergesetzt haben und vor allen Dingen sind da Eltern meistens dabei, die eben selber auch hochbegabte Kinder haben oder eben selber auch hochbegabt sind. Und das Zusammentreffen mit eben gleich befähigten und ähnlich interessierten Kindern, das hilft den Kindern erstmal selber auch in der eigenen Entwicklung und der psychischen Entwicklung und der psychischen Gesundheit. Es gibt in unserer Gesellschaft genug Förderung für hochbegabte Sportler und wenig Vorurteile ihnen gegenüber. Sportler beispielsweise, die also eine sportliche Hochbegabung haben, genießen hohes Ansehen in der Gesellschaft und werden bewundert. Sie werden in speziellen Sportstätten gefördert und alle Hochbegabten, so sehe ich das, sollten auch über also eine solche Förderung bekommen und an einer solchen Förderung teilhaben können. Leider ist das in anderen Gebieten nicht so. Eine beispielsweise mal, sagen wir mal, Steffi Graf, Tennisspielerin, wenn die sagte, sie ist die weltbeste Tennisspielerin, dann wurde sie von allen bewundert. Wenn jemand sagt, ich bin, was weiß ich, der
schnellste Rechenkünstler oder Spezialist oder was weiß ich, oder ich bin der intelligenteste Mensch oder was, naja, der intelligenteste, das gibt es nicht, aber sagt, ich bin hochbegabt, dann ist man irgendwo oder gilt dieser Mensch häufig als arrogant, als Schnösel und naja, will man nichts mit zu tun haben. IQ-Tests. Jetzt kommen wir zum Schluss des Ganzen. Wie kann man herausfinden, welchen IQ ein Kind hat oder man selber hat? Es gibt verschiedene Arten von IQ-Tests. Das soll hier jetzt nur mal ein ganz kurzer Überblick darüber sein, weil wenn jemand sein Kind testen möchte, sollte man auf jeden Fall sich mit dem Thema im Vorfeld schon mal auseinandergesetzt haben. Ich kann nur dazu sagen, in meiner Familie sind die Kinder oder ist die Tochter meiner Schwester mit ADHS und Asperger Autismus fehldiagnostiziert gewesen und bekam eine Schulbegleiterin zur Einschulung in die erste Klasse und wurde dementsprechend gefördert, in Anführungsstrichen, was natürlich überhaupt keinen Sinn ergeben hat, weil diese Art von Förderung hatte sie gar nicht gebraucht. Nachdem ich mir das einmal zuschicken ließ, diese Untersuchung, wo das herausgefunden worden ist, habe ich mir die Argumentation durchgelesen und dann handschriftlich dahinter geschrieben, wo ich was wie sehe und interpretieren würde. Und für mich kam ganz eindeutig dabei heraus, dass es sich hierbei nicht um ADHS und auch nicht um Asperger-Autismus handelte, sondern absolut, es ging um absolute Hochbegabung. Es ist ein sehr hochbegabtes Kind und das wurde falsch diagnostiziert. Dann habe ich mir das angeschaut und habe geguckt, welchen Test der Arzt da eigentlich genommen hat für den IQ-Test und habe das soweit recherchiert in meinen Unterlagen und musste feststellen, dass dieser Test nicht einmal dazu geeignet ist, eine Hochbegabung festzustellen. Der war für hochbegabte Kinder ungeeignet, weil er nicht so weit testete. Es war ein langer Prozess und sehr aufwendig, das alles rückgängig zu machen. Und dann, ich kann es nur empfehlen, sich dann auch mit diesen Testungen und Tests zu beschäftigen, welcher da verwendet wird. Es ist nämlich nicht Teil des Studiums eines Arztes, der Medizin studiert hat, oder eines Psychologen oder Psychiaterin, die das studiert haben, da ist es nicht in dem Studium als Thema vorgesehen. Hochbegabung kommt da drin nicht vor. Nicht im Medizinstudium, nicht im Psychologiestudium. Es wird da nichts zugelehrt, deswegen gibt es nur wenige Spezialisten an Psychologen und Ärzten, die sich mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt haben und da auch dann Fachleute für geworden sind. Kommen wir zu den IQ-Tests. Welche sind geeignet? Wir fangen im Kindergartenalter an. Da gibt es beispielsweise den CFT1R. Das ist der Grund-IQ-Test. Der ist kulturfair. Das bedeutet, er hat keine sprachlichen Aufgaben. Der KABC2, der Kaufmann Assessment Battery for Children, der wird in einem Alter von 3 bis 18 Jahren durchgeführt. Der ist kulturfair, also auch visuell aufgebaut. Der KFTK, der testet die kognitiven Fähigkeiten ab im Kindergarten. Er ist nicht für die Testung auf Hochbegabung geeignet. Der scheidet da aus. Weiterhin nicht geeignet ist der CPM, der Colored Progressive Matrix. Der kann dazu nicht verwendet werden. Der HAWIVA3, der ist für Vorschulkinder geeignet, auch für Hochbegabung. Binet-Tests sind die ersten Tests, die mal so entwickelt worden sind, sind nicht geeignet. Kann man gleich knicken, die werden auch eher selten oder gar nicht mehr eingesetzt, sind nicht mehr zeitgemäß. IQ-Tests für Schulkinder und Jugendliche, da gibt es den AID3.
Der ist geeignet, das adaptives Intelligenzdiagnostikum. Der HAVIC 5 ist auch geeignet. Das ist der Hamburg-Wechsler Intelligenztest für Kinder. Oder er wird auch genannt WSC5, Wechsler Intelligenz Scale for Children. Das ist der weltweit am häufigsten benutzte IQ-Test. Er prüft das Arbeitsgedächtnis, Sprachverständnis, Verarbeitungsgeschwindigkeit, visuell-räumliches Denken und fluides Schlussfolgern und besitzt auch 15 Untertests. Der KFT 4 bis 12 plus R, das bedeutet, der ist der kognitive Fähigkeitstest für die 4. bis 12. Klasse und kann gute Prognosen des Schulerfolges auch mit sich bringen. Er ist auch geeignet. Der CFT 20R ist ein Test, der nicht geeignet ist, wie die anderen, die jetzt hier kommen, auch. Aber trotzdem soll er kurz erwähnt werden. Culture Fair Intelligenztest ist das, ein Grundintelligenztest der Skala 2, aber nicht geeignet, um Hochbegabung festzustellen. Der SPM, der Standard Progressive Matrix, ist auch nicht geeignet. Da gibt es 60 sprachfreie Aufgaben mit ansteigendem Schwierigkeitsgrad, ohne Zeitbegrenzung. Er ist ungenau, was die Hochbegabung betrifft. Ungeeignet ist ebenfalls der KFT 1 bis 3, also der kognitive Fähigkeitstest 1. bis 3. Klasse. ZVT, Zahlenverbindungstest, ist ebenfalls ungeeignet. Wir kommen zu den Tests für Jugendliche ab 13 Jahren, die hochbegabungsgeeignet sind. Jetzt wird es wiederum interessant. Und zwar haben wir folgende: den APM, den Advanced Progressive Matrices, der ist geeignet. Der IST, der ist Intelligenzstrukturtest, der kann im Alter von 30 bis 60 gut genutzt werden. Der Gesamtwert für Reasoning, also dem schlussfolgernden Denken, wird da abgetestet und ermittelt, sowie die fluide und kristalline Intelligenz. Der ISA, der Intelligenzstruktur, die Intelligenzstrukturanalyse, testet verbale, numerische und figural-räumliche Intelligenz ab, ist geeignet. Der BSHB, also der Berliner Intelligenzstrukturtest für Jugendliche, der die Hochbegabung mit abtestet, das ist ein allgemeiner Intelligenztest. Und die Intelligenz wird da festgestellt, die Verarbeitungskapazität, die Kreativität, Bearbeitungsgeschwindigkeit, Merkfähigkeit, sprachgebundenes Denken, zahlungsgebundenes Denken, figural-bildhaftes Denken. Hochbegabten geeignet. Somit bin ich jetzt am Ende des Ganzen und zum Schluss kommt noch das Literaturverzeichnis. Ich hoffe, ich habe so ein ganz bisschen mehr Licht reinbringen können, was Hochbegabung betrifft. Und ich hoffe, dass ich da den einen, die andere damit ansprechen konnte und vielleicht das Interesse wecken konnte, vor allen Dingen bei den Menschen, die Tätigkeiten ausüben mit Kindern und Jugendlichen zusammen, wie im Kindergarten oder in der Schule oder eben Eltern, die sich damit auseinandersetzen. Danke für dieses Zuschauen und hier kommt der Literaturhinweis. Werde ich jetzt nicht einzeln durchgehen,